Riot's Valorant ist ein bunter 5 gegen 5 Strategieshooter mit Suchtpotenzial. Und dieser hat es vor kurzem auch auf die Konsole geschafft. Die Rezensionen lesen sich gut und das Game wird auch auf der Konsole populär. Grund genug, uns einmal mit der Lore des erfolgreichen Shooters zu befassen. Valorant sowie Counter-Strike unterscheiden sich gänzlich von der Shooter-Konkurrenz wie Rainbow Six Siege, Battlefield und Call of Duty. Hier geht es um Präzision, Taktik und Kommunikation. Ein simples, du pusht von rechts und ich von links und dann draufhalten, zieht hier nicht. Denn um einen guten Hit zu landen, musst du stehen bleiben. Ja, tatsächlich stehen bleiben, zielen und dann feuern. Schlichtes Run-and-Gun-Gameplay funktioniert in den seltensten Fällen. Neben Aim, Crosshair-Placement, Movement und Skills gilt es auch, die einzelnen Maps zu meistern. Wer denkt, damit ist alles zu dem Thema gesagt, der irrt gewaltig. Valorant hat neben seinen schnellen und taktischen Gameplay einen coolen Artstyle vorzuweisen sowie eine spannende und überraschend komplexe Geschichte zu erzählen. In der heutigen Folge von Storytime widmen wir uns der Lore von Valorant. We put in work! Zum Start muss gesagt werden, dass die Geschichte von Valorant nicht in Runeteller, der Welt von League of Legends, spielt. Ganz im Gegenteil zu den meisten Riot-Titeln hat Valorant sein ganz eigenes Universum. Multiversum, Mirrorverse. Klingt verwirrend, ist es auch ein bisschen. Die Ereignisse der Lore findet ihr also in einer alternativen Version unseres Universums und unserer Welt, circa im Jahr 2050. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt verlief das Leben auf der Erde auch ganz normal. Die Menschen gehen ihrer Arbeit überall auf der Erde nach, bis das First Light Event seinen Lauf nehmen sollte. Ein weltweit auftretendes, EMP-ähnliches Ereignis gewaltigen Ausmaßes, das die Welt erst in ein gleißendes Licht drängt und dann für mehrere Stunden verdunkelt. Das sollte den Verlauf der Geschichte von Alpha-Erde unwiderruflich und drastisch verändern. Das First Light Event brachte nämlich das sogenannte Radianit auf die Erde, was in Venedig bzw. Ascent und in weiteren Teilen der Welt einschlug. Radianit wurde mit einigen merkwürdigen Vorfällen in Verbindung gebracht. Zum Beispiel ist nun ein großer Teil der Stadt aus dem Boden gerissen und schwebt als fliegende Insel über einem riesigen Krater. Abseits der Zerstörungen, die das Radianit auslöste, verlieh es auch manchen Menschen Kräfte, wie zum Beispiel Rainer, Jet oder Phoenix. Andere wiederum befähigte es dazu, fortschrittliche Technologie zu entwickeln und zu benutzen, wie es bei Sova, Killjoy oder Breach und vielen anderen der Fall ist. Dann gab es dann noch die Kingdom Corporation, die größte aller Firmen auf unserer Welt, die versuchte, das Radianit in die Finger zu kriegen, da Radianit sich tatsächlich als effiziente Energielösung rausstellte. Wirklich jeder war hinter dem Radianit her, weswegen der Leiter der privat genutzten militärischen Abteilung von Kingdom, Lion Byrne, Brimstone und Sabine Kallus, aka Viper, beschlossen, dass man das Radianit schützen müsse und riefen gemeinsam das Valorant-Protokoll ins Leben. Dazu rekrutierten die beiden andere sogenannte Radiants, die zu Agenten des Valorant-Protokolls ausgebildet wurden, um das Radianit vor den falschen Händen zu schützen. Es ist uns nicht bekannt, wer Brimstone und Viper finanzielle Unterstützung zukommen lässt, aber es wird vermutet, dass es die Kingdom Corporation ist. Als wenn das nicht genug wäre, ist beim First Light Event eine ziemlich exakte Kopie unserer Erde aufgetaucht. Im Prinzip verlief dort alles recht identisch, aber doch anders. Omega-Erde unterscheidet sich nicht signifikant von Alpha-Erde, außer in fortschrittlicher Technologie. Radianit war hier orange, im Gegensatz zum Grün auf Alpha-Erde, und dem Fakt, dass ihnen das Radianit ausgeht. Was wiederum Kingdom Industries, dem Omega-Pendant der Kingdom Corporation, dazu bewegt, ihre Version des Valorant-Protokolls auf unsere Erde zu schicken. Die Valorant Legion. Die Legion besteht aus denselben Agenten mit exakt den gleichen Fähigkeiten und der Absicht, via eines Langstrecken-Teleporter-Systems, was sie uns eben technisch voraus haben, unser Radianit zu stehlen, um ihre Erde vor dem vermeintlichen Untergang und technischen Zerfall zu retten. Um das zu tun, hat Omegas Version von Killjoy für Kingdom Industries eine Bombe entwickelt und der Legion an die Hand gegeben, den sogenannten Spike. Dieser Spike wird an bestimmten Punkten an und dann zur Detonation gebracht. Sobald dieser detoniert, hüllt er alles in einem bestimmten Radius befindliche Radianit ein und saugt es wie ein schwarzes Loch in sich auf. Somit kann das Radianit mit dem Spike zur Omega-Erde zurückteleportiert werden. Nachdem sich die Legion, repräsentiert von deren Jet, auf die Alpha-Version der Erde teleportiert hat, um Radianit in Venedig abzustauben, kommt ihr Phoenix von Alpha-Erde auf die Schliche und verfolgt sie, kann aber seinen eigenen Augen nicht trauen. Jet hingegen zögert nicht lange und erschießt Phoenix,
Da dieser allerdings seine Ult aktivierte, überlebte er das Duell mit Jet und konnte Brimstone und den anderen Agenten die wertvollen Informationen zuspielen, was Brimstone dazu veranlasst, Agenten nicht weiter auf Solo-Missionen zu schicken, sondern als Fünfer- oder zumindest Zweier-Teams zu agieren. Indes werden weitere Agenten der Legion auf Alpha Erde entdeckt. Omega Phoenix ist in Marokko, Bind, gelandet und versucht das Radianit auf seine Welt zu schicken. Killjoy von Alpha Erde unterbricht ihn dabei allerdings und versucht den Spike zu entschärfen. Durch die Informationen aus Venedig sendet Brimstone seine Agenten Viper und Phoenix, um Killjoy zu unterstützen. Dabei kommt es dazu, dass Phoenix sein eigenes Ich verfolgt und mit diesem in einen Schusswechsel geraten ist, aus dem er nur entkommt, weil Viper ihn rettet. Phoenix versteht nicht ganz, was ihm geschah, da er ja zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung von der Existenz des Mirrorverse hat. Der Spike wird entschärft und Killjoy schafft es, den Spike in ihr Labor zu bringen, um daran zu forschen. Währenddessen sucht ein weiterer Agent namens Yoru nach Antworten zu seiner Familiengeschichte. Dabei stößt er in Russland auf ein altes Schiff aus längst vergangenen Tagen und auf diesem Schiff befindet sich eine Rüstung, die, so macht es zumindest den Anschein, Radianit beherbergt. Er kontaktiert Brimstone, um ihn über den Fund in Kenntnis zu setzen, wodurch der Verdacht aufkommt, dass die Kingdom Corporation schon vor über 10 Jahren Radianit gefunden und das verheimlicht hat. Yoru nimmt die Rüstung bzw. die Maske an sich und verlässt Russland. Allerdings nicht für lange, da sich Omega-Agenten in der Nähe des Fundorts aufhalten. Yoru mit Support von Phoenix trifft in Russland auf Omegas Viper und Jet, die zudem auch noch von Cypher gedeckt werden. Zwischen den beiden Teams kommt es zum Kampf. Yoru rettet Phoenix vor einem Hinterhalt von Cypher, schaltet Viper aus und streckt Jet nieder. Entschärft den Spike und erschießt Alpha Phoenix? Ja, tatsächlich erschießt er seinen eigenen Partner. Da er wusste, dass Phoenix seine Fähigkeit genutzt hatte, erschoss er ihn, um die dahinterstehende Jet, die sich zuvor totstellte, dann wirklich auszuschalten. Die beiden verlassen Russland und das Omega-Team wird von ihrer Sage wiederbelebt. But wait, there's more! Während also Alpha-Erde herausfindet, was eigentlich abgeht und Omega-Erde alles dran setzt, sich das Radianit unter den Nägel zu reißen, tobt ein Krieg zwischen den Agenten auf Alpha-Erde, der aber in einer anderen Timeline stattfindet. Dieser Krieg findet zwar wiederum auf unserer Erde statt, allerdings ca. 200 Jahre in der Zukunft und trotzdem irgendwie mehr oder weniger zeitgleich. In dieser Version der Timeline sind manche der Radiants der Ansicht, sie seien mehr wert als die Menschen und deren Technologie, wobei das wohl nur zwei Gründe von vielen weiteren sein werden. Es ist aber auch alles, was wir von Riot als Begründung bekommen haben. Rayna führt in dieser Realität die Radiants an, auf der anderen Seite befindet sich Brimstone und sein Team aus Sova, Killjoy und anderen Agenten, darunter auch Kayo, ein Cyborg gebaut in Kingdoms Anti-Yield-Programm, das zur Vernichtung von Radiants ins Leben gerufen wurde. Darauf programmiert, Radiants zu erledigen und mit den Fähigkeiten ausgestattet, die Radiants ihrer Macht zu entledigen, kämpfte Kayo an der Seite von Brimstone gegen die Empress Rayna und ihre Radiants. Der Krieg tobte verlustreich auf beiden Seiten, doch die Menschheit siegte durch Kayo. Die meisten Agenten kamen aber ums Leben, so auch Kayos bester Freund Brimstone. Das Anti-Yield-Programm existiert in unserer Timeline nicht. Wie kann es also sein, dass Kayo in das Team von Alpha und Omega Erde integriert wird? Kayo scheint um das Mirrorverse zu wissen, der durch das Multiversum reist, um seiner zur Gänze zerstörten Welt zu entkommen und andere Welten vor seiner Zukunft zu schützen, wie wahrscheinlich auch der Kayo von Omega Erde. Kayo hat seine Zeitlinie verlassen und kommt in unserer Gegenwart auf Breeze, Puerto Rico, an. So auch Chamber, dessen Rolle noch nicht ganz klar ist, aber der den Mitarbeitern der Kingdom Corporation bekannt ist. Währenddessen auf Fracture wird die Rolle von Chamber etwas klarer. Chamber ist ein ehemaliger Mitarbeiter der Kingdom Corporation, aber auf Fracture befindet sich nicht nur die Kingdom Corporation, nein auch die Kingdom Industries, bei der ebenfalls eine Version von Chamber beschäftigt ist. Die beiden Parteien teilen sich nämlich auf Fracture ein großes Vorkommen an Radianit. Dabei arbeiten die beiden nicht zusammen, man warnt die Mitarbeiter sogar, davor miteinander zu reden. Es ist wahrscheinlich, dass Chamber mit seinem Doppelgänger gemeinsame Sache macht. Dieser wird dann von Fade in einer Nachricht auf ihren Verdacht hingewiesen, dass er etwas verheimlicht. Unterdessen überlegen Brimstone und Killjoy, wie man den Krieg von Alpha Erde auf die andere Seite verlagern könnte. Dabei kommen sie zu dem Schluss, dass sie durch das angehäufte Wissen über die technischen Mittel von Omega Erde in der Lage sind, die Technologie zu kopieren. Killjoy scheitert einige Male und nach dem x-ten Mal scheitern gibt Chamber sein Wissen preis und so erreicht Killjoy ihr Ziel und kopiert die Technik. Durch das Dazustoßen von Neon, deren Fähigkeiten genug Energie spenden, um die Geräte zu betreiben und startklar zu machen, startet das Omega-Protokoll. Killjoy und Neon bringen den Teleporter zum Laufen und reisen zu Omegas Erde. Brimstone befürchtet
vermutet, dass Omega-Erde eine Waffe aus dem Radianit bauen will, das stellt sich aber als Trugschluss heraus, denn es ist ein lebenserhaltendes System, was Killjoy in den Protokollen entdeckt und keine Waffe. Da Omega-Erde durch Naturkatastrophen und andere Ereignisse gezwungen war, einen Schild zu errichten, um seine Bewohner vor dem Ertrinken zu schützen, ist eine Radianit-Koppel nötig, was dazu führt, dass ihre Vorräte an Radianit und damit ihre Energieversorgung am Ende sind. Killjoy findet außerdem heraus, dass die Menschen auf Omega-Erde über die Radiance Bescheid wissen und diese hier sogar verehrt werden. Ganz im Gegenteil zu den Menschen auf Alpha-Erde. Durch Wandmalereien auf den Maps erfahren wir, dass Omega-Erde über die Existenz von Alpha-Erde und mindestens einer weiteren Partei Bescheid wusste. Eine weitere Partei? Ja, Atlas. Atlas ist eine Organisation von, sagen wir mal, Wächtern, die das Ausrauben anderer Welten verhindern soll. Viel mehr ist über Atlas aber nicht bekannt. Um rechtfertigen zu können, Alpha-Erde zu berauben, betreibt Kingdom Industries und die Valorant Legion Propaganda, die Alpha-Erde als Bedrohung darstellt. Das machen sie über Comicbücher, Aufsteller, Animes, ein bisschen wie eben bei The Boys. Wir könnten jetzt noch über die Guardians und die Artefakte sprechen, aber das würde den Rahmen des Videos sprengen. Mit mehreren Timelines und Multiverses hoffen wir trotzdem, dass wir euch einen Eindruck von der Welt von Valorant vermitteln konnten und ihr hattet hoffentlich auch Spaß mit dem Video. Falls ihr nicht mehr Storytime-Videos verpassen wollt, lasst doch ein Like und Abo da, damit seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.